So gestartet sind Ravenna Gassmann aus der Schweiz vom LC Regensdorf, Michaela Cervinova, Tschechische Republik, Jana Reinhardt, LG Region Karlsruhe, Nala Ina Power, LG Tennis Finanz Regensburg, Dilia Scherer, KTV Bünschwil aus der Schweiz, vom LC Regensdorf aus der Schweiz, Lea Leib, Jasmin Schwedan, LG Stadt Leute München, Kerstin Hirscher, LAC Königs, Lina Fehler, LC Regensdorf, Lena Kiefer aus Luxemburg, Ashley Alba, Deckert, LG Farbtennis, Ostmann, Stephanie Barmatz, DDP Track Team aus der Schweiz, Vera Hoffmann, ASV Köln, Marin Kalis, LG Stadtwerke München, ABM EFAS aus Algerien. Und dann kommen wir zu den Spitzenathletinnen. Christina Maki, Tschechische Republik mit einer Bestleistung über 800 Metern und 2 Minuten 02:21. Katharina Trost, die deutsche Hallenmeisterin. Mit der 127 hier als Führende im Feld hinter unserem Tempomacher. Wir haben die Meeting-Rekordhalterin Lenka Masna aus der Tschechischen Republik dabei. Der Meeting-Rekord aus dem Jahr 2009 bei 2:38:01 und Francesco Balisteri, das ist hier unser Hase im Feld, der Läufer des Team von Zell-Ameca. Der macht hier die Tempo, das Tempo, die Pace für die 1000-Meter-Läuferinnen. So, der Hase ist raus. Die letzten 400 Meter und jetzt will ich was hören hier von euch außen. Die Tribüne, die fängt jetzt gleich an. Katharina Trost, die Münchnerin, die führt hier auf dem Weg zu einer richtig guten Zeit. Daniela Reinhardt, die schnelle Karlsruherin, auf Platz 2. Die letzten 150 Meter. Auf geht's, Brixhausen, alles ausholen hier. Das wird eine Bombenzeit hier von Katharina Trost. Ja, 42:28, da ist sie wirklich nur ganz, ganz knapp über dem Meeting-Rekord von Lenka Masna. Starkes Rennen der deutschen Hallenmeisterin Katharina Trost, LG Stadtwerke München. Und das ist euer Applaus, Brixhausen. Und ich kündige die nächsten Siegerehrungen an, damit sich die Athletinnen und Athleten darauf einstellen können.